Hallo liebe Bienenfreunde, Imkerfreunde, Honigfreunde und alle Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe vorhin in dem Video gesagt, es ist auch sinnvoll, das Flugloch zu beobachten. Und jetzt seht ihr Folgendes. Und zwar, in dem mittleren Volk sind junge Bienen geschlüpft, die stellen gerade ihren Kompass ein. Ihr seht, wie sie vor der Beute, vor, zurück, nach oben, nach unten, im Grunde genommen fast wie eine Sichel fliegen. Da ist gerade eine Drohne vorbeigekommen, um ihren Kompass einzustellen. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie bei euch, wenn ihr in der Gegend umeinander fahrt, da braucht ihr entweder einen Kompass oder braucht irgendwelche Wegweiser. Und auch die Bienen haben einen Wegweiser in sich drin, stellen den so ein, wenn sie zur Tracht fliegen, damit sie wieder zurückfinden. Und die fliegen genau dahin, wo die Beute steht. Die gehen also nicht in die linke Beute oder in die rechte Beute. Die jungen Bienen und alle Bienen in der mittleren Beute fliegen genau an die Beute wieder zurück. Egal, ob sie jetzt 3, 4 oder 5 Kilometer geflogen sind, der Flugradius der Bienen ist so zwischen 3, 4 und 5 Kilometer. Also von der Seite eine fantastische Angelegenheit. Über Jahrtausende haben die schon ein Navi. Ist doch richtig genial. Ja, der Zug ist wieder gekommen, also von der Seite alles paletti, alles gut, alles okay. Schaut euch mal das an. Also meine Lieben, in dem Sinne, liebe Grüße in die Welt da draußen, bleibt locker, bleibt gesund und nutzt den Tag. Tschüss und Servus.